Einen abartig guten Morgen, der nächste Tag und wieder bin ich auf dem Weg zur S-Bahn-Station in Berlin-Ransdorf. Jetzt gucken wir mal, was dieser hier bringt. Ich werde heute einen Zuschauer treffen und bin schon gespannt. Tschu. Jetzt habe ich hier mal ganz kurz zur Woltersdorfer Straßenbahn geschaut und zufällig fuhr gerade dieser Arbeitswagen ab. Geil, den kenne ich bisher nur aus der Simulation. Vor der Weltzeituhr zur rechten Zeit, mittags um 12, aber meine Verabredung ist noch nicht da. Ich bin mal gespannt, ich weiß nicht, wie der aussieht. Ich sehe im Profilbild immer nur einen süßen, zotteligen Hund, aber sind wir mal gespannt. Ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt vor der Kamera sich zeigen möchte. Ihr werdet es noch merken. Vielleicht hat ein Zug Verspätung gehabt oder keine Ahnung, was ihn jetzt verhindert hat. Aber ich warte jetzt noch 10 Minuten, wenn jetzt keine Nachricht kommt, was soll ich machen? Schöne Stadtrundfahrt gemacht und mich auch noch schön zum Essen eingeladen hier in Spandau. Das war jetzt der absolute Traum. Und danach geht's dann weiter. So, eben ist der Zuschauer weggefahren. Er hat mich jetzt hier abgesetzt. Fand ich ultra nice. Ja, da fährt er. Guck mal, der hat auch so einen kleinen Flitzer. War jetzt wirklich richtig schön. Und ja, jetzt bin ich hier am S-Bahnhof Spandau und es geht zurück Richtung Berliner Mitte dann.
Laden voll mit Kappen, Leute. Ich habe zugeschlagen, die neuen. Ich habe 3 Stück gekauft, sind jetzt alle hier in der Tüte. Das ist der absolute Hammer. Bei uns gibt es überhaupt keine Auswahl. Ich habe mein Leben noch nicht so viele Kappen in so geiler Qualität auf einem Haufen gesehen und dann zu so verlockenden Preisen. Das ist der Hammer, ey. Hier beim Bahnhof Hackischer Markt. Ich glaube, ich bin mit Kappen fast schon so schlimm wie manche Frau mit Schuhen. Obwohl, einen Schuhtick habe ich ja auch noch. Also ist der Hammer. Direkt am Fernsehturm sieht man den. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall direkt in Berlin-Mitte. So ein cooles Café gesehen, man sitzt in solchen Schaukeln. Leute, das ist einfach eine Atmosphäre hier, die ist unbeschreiblich. Da muss man gewesen sein, nur so kann man es beurteilen. Nur geil. Das ist so ein schöner Abend jetzt hier in Berlin-Mitte. Wunderbar. Inzwischen am S-Bahnhof Schöneweide. Diese außergewöhnliche Stimmung wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Mit diesen paar Aufnahmen soll es das für den heutigen Tag jetzt gewesen sein. In diesem Sinne, bis morgen. Haut rein. Erinnerung an die Simulation jetzt noch.
die Haltestelle Bahnhofstraße Lindenstraße hinten angeschnitten. Aber damit endet der heutige Vlog jetzt auf jeden Fall. Ciao!